Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Passend zur Jahreszeit möchte ich heute mal ein Video drehen, was eigentlich besser ist, Sommer oder Winter. Ich schließe Frühling und Herbst einfach ganz bewusst aus, weil Sommer und Winter die Jahreszeiten mit den größten Differenzen sind. Also kalt und heiß. Und von diesen beiden Jahreszeiten, Sommer und Winter, wollen wir uns heute mal die Vor- und Nachteile anschauen. Ja, fangen wir einfach mal mit dem Winter an, weil wir sowieso gerade Winter und eises Kälte haben. Nachteile. Der erste Nachteil des Winters ist, dass es erstmal schweinekalt ist. Also man muss sich immer erstmal, bevor man rausgeht, total dick einmummeln und bla. Außerdem stört mich extrem, dass es so früh dunkel wird. Da hat man schon um 5 das Gefühl, es ist mitten in der Nacht. Vielleicht kennt ihr das. Man weiß zwar genau, es ist erst um 5, aber trotzdem ist so diese Stimmung in einem drin. Es ist schon Abend, der Tag ist vorbei, obwohl es erst um 5 ist. Was noch so ein bisschen zum Punkt von gerade gehört ist, dass es später hell wird und auch gar nicht richtig hell wird. Also auch mittags ist es immer noch so ein bisschen dunkel und trostlos und es ist quasi gar keine gute Stimmung immer. Okay, jetzt stellt euch einfach mal vor, es hat tonnenweise Schnee geschneit. Dann wird es wieder ein bisschen wärmer, der Schnee schmilzt ein bisschen dahin, wird ein bisschen weniger, dann regnet es drauf und es wird matschig und es taut weiter. Und dann ist irgendwann der ganze Planet nur noch ein Eisplanet. Man droht einfach in einer Tour auszurutschen. Das ist so kacke. Und das führt dazu, dass man nicht mehr richtig Fahrrad fahren kann, weil man ultra langsam fahren muss, um nicht auszurutschen. Der nächste Nachteil ist, dass wenn es mal so richtig viel schneit, so wie in diesem Jahr, dass man immer erstmal in der Früh Schnee schippen muss. Ja, in der Früh ist gut. Ohne Witz, ich glaube, dieses Jahr mussten wir ungefähr eine Woche lang jeden Tag 4-mal Schnee schippen. Morgens, mittags, nachmittags, abends. Und ihr kennt das ja bestimmt auch. Warte mal kurz. Diese Schauspielerei riecht nach Oscar. Was ich damit sagen will, ist, dass man im Winter einfach immer dauerverschnupft ist. Also man muss sich ständig die Nase putzen und dadurch wird die Nase irgendwann auch so richtig wund, dass es einem wehtut an der Nase, wenn man sich die Nase putzt. Yay, positiv! Als Kind kann man wirklich im Schnee viel Spaß haben. Kann man zwar auch mit älteren Jahren machen, aber dann ist es halt nicht mehr ganz so lustig. Schneemänner bauen, Iglus bauen, in die man nicht reingeht, Schneeballschlacht und so weiter und so weiter. Wenn man in der Jogginghose mit einem Kakao auf der Couch sitzt und einfach mal gar nichts macht. Ganz ehrlich, manchmal gehe ich im Winter einfach so raus, um mich mal so richtig in dieser Kälte abzukühlen und so richtig zu quälen. Nur um dann, wenn ich wieder reinkomme, dieses schöne Gefühl von Wärme, Kakao, Jogginghosen und Couches hab. Kommen wir jetzt zum Sommer. Yay, positiv! Erstmal finde ich es im Sommer richtig cool, dass man quasi überhaupt nicht viel anziehen muss. Man kann einfach sich im Prinzip Schuhe anziehen und raus. Und außerdem, dass es halt erst später dunkel wird. Also man hat wirklich erst um 10 oder so das Gefühl, dass es Abend wird. Was ich auch wirklich super cool ist, dass man wirklich am Wochenende oder in den Ferien halt draußen frühstücken oder Abendessen kann. Das finde ich aber so cool. Negativ. Wenn es einmal richtig heiß ist, dann ist es wirklich brutal affenheiß. Wenn einem dieser Schweiß über die Stirn läuft und man einfach nichts anderes will, als sich mal abzukühlen. Ins Schwimmbad zu gehen ist zwar eine super tolle Idee, aber es ist meistens wirklich einfach überfüllt. Man findet kaum irgendeinen freien Fleck auf diesen Wiesen und es ist so voll an den Rutschen und man kann sich kaum bewegen in diesem Wasserbecken. Das ist aber manchmal echt so unerträglich auch. Oh, diese Ameisen und Fliegen. Oh Gott. Wenn ich diese Wörter einfach nur höre, das ist so... Das kann so nerven, wenn einem die ganze Zeit diese Viecher auf dem Bein rumkrabbeln. Da kann ich mich nicht mehr zu äußern. Bei Bienen oder Wespen ist es im Grunde dasselbe, aber man weiß halt, dass sie nur stechen, wenn man sie ärgert. Das Problem dabei ist dann halt, dass ich manchmal so ein bisschen Schiss habe, dass ich irgendwas mache, was die provozieren könnte, obwohl ich es gar nicht so meine. Ich bin doch ein lieber Mensch. Okay, kommen wir zum Fazit des Videos. Was mag ich lieber, Sommer oder Winter? Das kann man bei mir eigentlich gar nicht so genau sagen. Warum? Wenn Winter ist, freue ich mich erstmal 3 Wochen. Oh ja, endlich ist es mal nicht mehr so brülle heiß. Oh, schön kühl, boah. Und dann irgendwann geht mir der Winter richtig auf den Sack und ich will einfach nur noch Frühling oder Sommer haben. Dann freue ich mich wieder 2 Wochen lang über den Sommer. Und dann geht mir der Sommer auf den Sack. Und so weiter. Das ist bei mir wirklich einfach immer so. Ich
glaube zwar, das ist komplett normal und das geht jedem Menschen so, aber ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen komisch. Und der wirkliche Schlussfazit ist, beides ist cool. Jetzt fände ich es nochmal besonders cool, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr von diesem Thema haltet. Was mögt ihr lieber, Winter oder Sommer? Schreibt es mir gerne, gerne in die Kommentare. Ich lese mir super gerne durch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung oder ein Abonnement freuen. Genau, und dann würde ich sagen, kommt ihr hier zu meinem letzten typisch Video, das online kam. Und hier zu meinem letzten Video überhaupt. Das war, glaube ich, das letzte Jahr, so ist das Video. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.